Autobahnblockaden, Schleichfahrten und Mahnwachen und das alles im Traktor. Am Montag, da haben in Deutschland Bauernproteste begonnen. Mit einer Aktionswoche wollen die LandwirtInnen nämlich gegen die Politik der Ampel demonstrieren. Für diesen Protest haben auch rechte Gruppen mobilisiert. Trittbrettfahrer, die den Protest gegen den Willen der LandwirtInnen von rechts kapern? Oder hat die Bauernschaft vielleicht selbst ein rechten Problem? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Ich bin Alia Rentmeister, schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Das ist hier heute nur der Auftakt. Das ist die Botschaft an die Bundesregierung. Ja! Der Chef des Deutschen Bauernverbands, Joachim Ruckwied, kurz vor Weihnachten beim großen Bauernprotest in Berlin. Da will die Bundesregierung den Bauern noch zwei Subventionen streichen, bei der Kfz-Steuer und beim Agrardiesel. Und wenn die Bundesregierung diese unzumutbaren Vorschläge nicht zurücknimmt, werden wir ab 8. Januar dafür sorgen, egal ob es Winter ist oder nicht, dass es einen sehr heißen Januar geben wird. Ja, mittlerweile ist die Bundesregierung da schon weitgehend zurückgerudert. Die eine Subvention, die soll jetzt doch erst langsam zurückgefahren werden und die andere, die soll sogar komplett bleiben. Aber der Januar, der ist trotzdem heiß. Wahrscheinlich auch heißer, als Joachim Ruckwied sich das vorgestellt hat. Denn viele Bäuerinnen und Bauern sind jetzt erst richtig wütend. Da ist der Mob, der Wirtschaftsminister Robert Habeck an einem Fährhafen auflauert. Und dann trommeln plötzlich immer mehr Gruppen der neuen Rechten für die Bauernproteste. Etwa die rechtsextremistische Partei Der Dritte Weg oder die neurechte Initiative 1%. Der Soziologe Axel Saalheiser vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt beobachtet, wie diese Gruppen den Protest unterwandern. Gerade in den sozialen Medien sehen wir da eben, dass da ganz stark auch indoktriniert wurde, dass da ganz stark dazu aufgerufen wurde, sich eben diesen Protesten anzuschließen. Und da wittern eben einige die Chance, zum Tag X für einen Generalaufstand eben gegen das System, gegen die verhasste Regierung und auch gegen die Werte und gegen die Politik, für die Ampel gelesen wird. Das ist das eine. Und zum anderen sehen wir bei den Protesten tatsächlich eben auch, dass rechtsradikale Symboliken mitgeführt werden. Dass vereinzelt, nicht flächendeckend, nicht überall, nicht bei allen Protesten, aber vereinzelt, wiederholt ist es vorgekommen, dass eben auch Zeichen von Rechtsradikalen durchaus als völkisch-antisemitisch zu bezeichnenden Bewegungen mitgeführt werden und dass sich dort auch AkteurInnen tummeln, die eigentlich in den letzten Jahren schon bei antidemokratischen Krisen, Protestmobilisierungen sehr stark dabei gewesen sind. Die Rechten sind also auf die Bauernproteste aufgesprungen, um so möglichst viele Menschen für ihre Umsturzpläne zu gewinnen. Aber auch in der Bauernschaft selbst sind rechte Einstellungen nicht neu. Wir haben das in den letzten Jahren immer mal bei Bauernprotesten gesehen, dass eben gerade auch die Symbole der Landvolkbewegung, eine schwarze Fahne mit einer weißen Flugschar und einem roten Schwert, gezeigt werden. Und das ist eine völkisch-nationalistische Bewegung, die hat ganz klar autoritäre und auch rassistische Züge. Und wer sich in diese Tradition setzt, der evoziert zumindest eben auch diese Bilder von der Widerständigkeit, eben das letzten Endes eben Landwirte, die genug von der Politik haben, mit der Missgabe losziehen und dann letzten Endes eben den Aufstand proben oder eben auch wirklich eine Gewaltbereitschaft an den Tag legen. Die Symbole zum Beispiel der Landvolkbewegung, die tauchen bei Bauernprotesten deutschlandweit immer wieder auf. Dahinter steht zwar nur eine Minderheit, sagt Axel Saalheiser, aber... Man kann natürlich eben auch argumentieren, dass das Problembewusstsein bei einigen Demonstrierenden vielleicht gar nicht so ausgeprägt ist und das vielleicht auch gar nicht erstmal auffällt, dass da eben solche Menschen eben auch dabei sind, die diese Einstellung teilen, beziehungsweise die sich eben auch mit dieser Form des problematischen Widerstandes der politischen Meinungsäußerung in dieser Form eben assoziieren. Auch für den Protestforscher Daniel Saldivia Gonzatti ist das Hauptproblem, dass diese hart rechten Bäuerinnen und Bauern überhaupt mitprotestieren dürfen. Das kennen wir ja eigentlich aus der Corona-Mobilisierung auch. Es ist nicht unbedingt die Frage, ob es rechte Bauern gibt oder nicht,
sondern das Problem ist, dass selbst bei Menschen, die nicht rechts sind, die mittig sind, dass die für gewisse Zwecke es tolerabel finden oder akzeptierbar finden, mit rechten Menschen zusammenzulaufen. Das heißt, auch selbst wenn das rechte Spektrum bei den Bauern nicht so weit verbreitet ist, besteht einfach die Gefahr, dass einfach für gewisse politische Zwecke, die sagen, naja, prinzipiell ist das ja kein Problem, wenn diese anderen Gruppierungen mitlaufen. Der Deutsche Bauernverband sieht diese Gefahr übrigens selbst auch. Joachim Ruckwied hat sich da auch klar positioniert, dass der Verband auf den Demos keine rechten und keine anderen radikalen Gruppierungen dabei haben will. Wie ernst es der Bauernverband damit meint, das wird sich aber erst in der aktuellen Protestwoche zeigen, sagt Saldivia Gonzatti. Letztendlich geht es darum, dass vor Ort, wenn Demonstrationen stattfinden, wenn tatsächlich Proteste stattfinden und zum Beispiel gewisse Menschen nicht mit diesen Aussagen, mit gewissen rechtsradikalen Symbolen, die vielleicht andere Menschen tragen, dann klar gesagt wird, hey, Sie sind hier nicht willkommen. Das ist eine angemeldete Demo von, sei es vom Bauernverband oder von einer anderen Gruppierung, um wirklich vor Ort zu sagen, das geht so nicht. Das ist ein erster guter Schritt vom Deutschen Bauernverband zu sagen, wir distanzieren uns davon. Und dann muss das quasi in der Praxis logistisch auch stattfinden, dass man sagt, ey, Sie sind von dieser Veranstaltung ausgeschlossen. Dass die Bauernproteste nicht von rechts übernommen werden, das sollte den meisten Bäuerinnen und Bauern zugutekommen. Da sind sich beide Experten einig. Also im Moment merken wir, dass das ein bisschen dieser Prozess, wenn sich weiter dieses rechtsradikale Phänomen ausbreitet, die Bauern und die Bäuerinnen auf die Füße fällt, weil das von großen Teilen der Politik als nicht legitim wahrgenommen wird. Die Frage ist, ob man mit schweren landwirtschaftlichen Maschinen, mit Hunderten oder Tausenden von Traktoren eben Autobahnen blockieren muss, Rettungswege, und ob es dann sogar vielleicht zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt, wo dann eben auch sicherlich immer Leute dabei sind, die ein Interesse daran haben, dass das eskaliert. Ja, also den Anliegen der Bäuerinnen ist natürlich am meisten geholfen damit, wenn das Ganze geordnet, friedlich und im demokratischen Rahmen bleibt. Nein, die Bauern sind nicht alle rechts. Und den Bauernprotest, den gibt es eigentlich auch gar nicht. Schließlich haben sich mittlerweile auch viele andere Branchen dem Protest angeschlossen. Aber es gibt auch eine rechte Szene innerhalb der Bauernschaft. Eine Minderheit, ja, aber eine, die gerade richtig viel Lärm macht. Und die von vielen LandwirtInnen auf den Demos noch geduldet wird. Und das war's auch schon für heute. Die Redaktion für diese Folge hatte Charlotte Thielmann, produziert hat Florian Drexler und ich bin Alia Rentmeister. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.